die Stromzufuhr des Schiffs wiederherstellen. Ja, ich wollte doch gerade. Ich habe doch erst den Scheiß durchgelesen. Ich wollte ihn durchlesen. Geht's da rein? Ah, da ist Leben. Wir haben ja genug. Nehmen wir nachher mit. Vielleicht ist ja hier noch irgendetwas Wichtigeres. Dann haben wir das Inventar voll, dann ist Polen offen. Das will ja keiner. Ja gut, jetzt sind wir im Kreis gelaufen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal zu dieser komischen Maschine. Können wir auch nicht. L. So, L. Kapitel 3 sind wir schon. Kapitel 2. 3. Wir sind schon Kapitel 3, geil. Hab ich gar nicht gemerkt. Ich stehe doch immer da unten. Aber ich habe jetzt keinen Kapitelübergang gesehen eigentlich. Ja, da kommen wir nicht rein. Aha. Okay. Also ist das schon, was wir machen müssen. Wir werden eh nicht alleine bleiben. Ich höre schon irgendwas. Ich habe ein Gebumpe gehört. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr. Diese Lüftungsschächte. Kann man die nicht zu verbarrikadieren? Warum sind die offen? Das macht da noch scheiß Geräusche. Bumm. Boah, ey, ganz ehrlich, ey, das Spiel macht mich fertig. So. So, jetzt ist fertig. Noch eins. Ne, Strom. Ach. Jetzt blinkt der scheiß PC schon wieder. Oh, ist das ein Mistding. Na, es ist auch egal. Weil neben mir steht ja noch ein anderer PC und der ist im Energiesparmodus. Weil der Bongo wieder vergessen hat auszumachen, ey. Da ist noch eins, oder was? Ja, da ist noch eins. Na super. Hab ich gar nicht gesehen. Oder gehen die wieder. Die gehen wieder zurück. Aha, man muss ja. Was? 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 Alter. Ah, da ist so ein Viech. Fick dich! Warum machst du das mit mir? Geh bitte an. Ist an? Ja, nur der ist an. Fick dich! Lauf doch nicht so schnell! Fuck! So. Von hinten kommt nichts. Wie viel Schuss haben wir noch? Schneller, schneller. Wir müssen noch zwei andere aktivieren. Warum nur? Schneller, 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 schneller. Nein! Lasst mich! Lasst mich! Geh an! Dankeschön. Ich hör was. Lass mich in Ruhe. Ich hab dir nichts getan. Jetzt habe ich dir was getan. So, erstmal eine andere Waffe nehmen. Ich glaube, hinter mir ist auch was. Ah, hinter mir war gar nichts. So. Oh, jetzt flackert es so, ey Gott. Wir haben es überlebt. Ich nehme mal Leben. Und Munition. Mach die Viecher mal kaputt, damit wir noch mehr Munition bekommen. Das war gleich leicht wahrscheinlich. Ich denke mal, jetzt kann keiner mehr kommen. Ah, Plasma-Karte haben wir noch ein bisschen. Ich hätte gedacht, das wäre jetzt leer. Dann nehmen wir jetzt mal die Leben mit. So. Warum? Warum schluppern die so, ey? Ich habe jetzt gedacht, da ist wieder irgendein Viech. Aber das können wir immer noch nicht machen. Warum? Weil natürlich müssen wir jetzt die Scheiße aktivieren. Dass auch hier noch mehr kommen, ne?
Wo ist es? Da oben? Wir haben das. Der Übergang hat gerade geöffnet. Gern geschehen. Rosen, Lok, Sie bleiben hier. Isaac Carver, wir treffen uns an der Spitze. Alles klar. Wie das so gechillt bleiben kann. Ich drehe hier fast durch und ich bin ja noch nicht mehr in Realität. Geh kaputt. Ach, das geht gar nicht kaputt. Geh auf. Ich habe Angst, dass da einer drin ist. Geh doch auf. In Bearbeitung, ja. Genau. Bestimmt nur, dass da noch mehr kommen können. Ach, Glück gehabt. Ach, nee. Überall sind diese scheiß Lichtungsschächte. Ah, die müssen wir gar nicht. Egal, ich muss sie da F drücken. Alter, ich vertraue dem Spiel überhaupt nicht mehr. Ich finde es auch geil, dass die Munition da steht. Ich spiele da eigentlich überhaupt kein Interface. Alles ist ja am Anzug und an der Waffe. Finde ich richtig, richtig, richtig geil. Okay. Und das hier ist Jennifer Santos, unsere kleine Lady mit dem großen Grips. Wenn Sie wirklich das Marker-Skript dechiffrieren können, dann hat diese Mission vielleicht noch eine Chance. Isaac, danke, dass du gekommen bist. Als ob ich eine Wahl gehabt hätte. Ich weiß, tut mir leid. Aber ich habe dir so viel zu erzählen. Okay, wir müssen hier schleunigst verschwinden. Los, los. Nein, noch nicht. Isaac, wir müssen den Marker stoppen. Die Spur endet am Quartier des Admirals. Sie hat überall an die Wände Markersymbole geschrieben. Die Antworten sind da drin, ich weiß es. Wir können erst gehen, wenn wir wissen, was sie bedeuten. Dann überlass Isaac das übersetzen. Wir gehen jetzt. Ich helfe Buckle, du Santos. Und los! Kümmer du dich um deine Crew. Die braucht dich mehr als ich. So. Kapitel 4. Wir waren wirklich schon in Kapitel 3. Haben wir jetzt zwei Kapitel gemacht? Wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur eins machen. Ich gucke jetzt mal kurz was. Fortschritt, genau. Kapitel 4, ja gut, das ist... Oh, zu 95%. Ja gut, ist ja eigentlich egal. Normal. Schau mich mal hier mal kurz ein bisschen um. Ich wollte eigentlich schauen, wie viel ich jetzt schon gespielt habe, weil das letzte Mal habe ich 35 Minuten gespielt. Soll ich schauen, wie viel, weil die Uhr, die sehe ich nicht. Ich habe irgendwie Bock auf noch eins. Auch wenn ich total krank dafür dann werde. Weil ich jetzt schon einen halben Herzinfarkt bekommen habe. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich mache morgen weiter. Und diesmal wirklich morgen, weil ich morgen wirklich alleine bin. Zu 100%ig. Und dann kann ich mal wieder eine längere Aufnahmesession machen. Ach, die Munition ist auch mal gar nicht aufzuheben, weil das wird eh nicht gespeichert. So, ich denke mal, das war's dann für diesen Part. Oder für diese Aufnahme. Ich denke mal, so zwei, drei Parts werden sein. Haben wir wieder ein paar Folgen. Ja, das ist Dead Space 3. Wie in alter Verfassung. Macht aber trotzdem einen Haufen Spaß. Soll ja so sein, dass es ein bisschen schaurig und schrecklich ist, ne? Aber ich denke, das reicht jetzt erstmal für diese Aufnahme. Wir sehen uns das nächste Mal oder hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss. So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 3. In der letzten Aufnahme haben wir das Kapitel 4 abgeschlossen und die Aufgabe erhalten, den Marker, also Markersymbole, zu dechiffrieren oder wie das auch immer heißt. Was ganz genau passiert ist, weiß ich leider auch nicht mehr. Obwohl die Aufnahme jetzt, also die Aufnahme, die ich jetzt mache, gerade mal einen Tag her ist. Aber, naja, wir werden schon wieder den Zug zu dem Spiel finden. Da bin ich mir sehr sicher. Ich weiß noch, dass wir von einem Aufzug da hochgekommen sind. Wahrscheinlich von dem da. Oder wahrscheinlich müssen wir da rein jetzt. Ne, können wir gar nicht. Ne, können wir nicht. Dann würde ich mal sagen, wir müssen da wieder rein. Rufen, ja bitte. Aber wir sind doch von da gekommen, oder? Ja, sieht sehr nach gestern aus. Schauen wir nochmal hier ein bisschen gescheiter um.
Uhrzeitmäßig sieht es jetzt eigentlich ganz gut aus. Wir haben, glaube ich, jetzt 18 Uhr. Es ist aber schon dunkel und ich bin komplett alleine. Bongo ist weg und so. Bin mal gespannt, wie das jetzt ablaufen wird. Ob der Horder jetzt eher kommt, obwohl er gestern schon gekommen ist. Ja, kann man aber wirklich nichts machen. Kein Zutritt. Vielleicht da irgendwas, ne. Wir gehen also zur Bank. Vielleicht können wir ja irgendwas machen. Wir haben einen Plasma-Kern. Eine Platine gefunden. Okay. Bauer aus Plänenwaffen. Also Bauer aus Plänenwaffen, okay. Aha. Na super. Dafür brauchen wir anscheinend Altmetall, Halbleiter, Wolfram und den ganzen Dreck. Wobei wir Wolfram noch gar nicht haben. Da kann man uns was machen, oder was? Ne, die sind neu, denke ich. Also gibt es keinen Shop mehr, es gibt nur noch das da. Schade finde ich das eigentlich. Aber naja, kann man nichts dran ändern. So, was gibt's denn da Neues? Linker Waffenslot. Ich habe immer noch Husten, aber ich versuche es rauszuschneiden. Also nicht wundern, wenn ich mich mal wieder über den Husten aufreg und ihr gar keinen Husten hört. Da habe ich es wahrscheinlich rausgeschnitten. So. Da können wir jetzt nicht viel machen, oder? Diese Spitzen lassen auf und über das. Ach, das ist eigentlich egal. Könnt mal in die Kommentare schreiben, wie das überhaupt geht, weil ich check das wirklich nicht. So, wir gehen jetzt doch noch mal den Aufzug runter, weil einen anderen Weg gibt es ja anscheinend nicht raus. Ach du Scheiße, ist laut, ey. Isaac, es tut mir leid. Es passiert im Moment so viel. Also Norton, ja? Das ging ja schnell. Das Ende der Welt steht bevor und du denkst nur an uns? Verdammt richtig, ich habe dich nie aufgegeben. Nein, du hast die Welt aufgegeben. Hey, dafür habe ich bezahlt. Oder findest du, dass ich noch nicht kaputt genug bin? Isaac, mir geht es um Leben und Tod. Ohne deine Hilfe sind wir geliefert. Also... Als ob ich eine Wahl hätte. Was? Und jetzt? Nein. Nein. Ach du Scheiße, ich hätte... Was ist das da hinten? Was? Oh Scheiße. Was heißt es? Oh Scheiße. Oh Scheiße, ich denke wir müssen... Können wir das runterziehen? Ja, wir können. Müssen wir das wieder anmachen oder was? Das hat sich nicht gut angehört. Was ist das? Abhauen. Müssen wir da drauf schießen oder was? Ich bin jetzt hier, um die Gegner zu verlangsamen. Aber ich glaube nicht, dass wir da drauf schießen müssen. Was war das denn? Sind wir tot? Nee. So. Ich denke, das müssen wir einfach nur runterhauen. Wir hauen jetzt erstmal alle runter. Kommen wir da durch? Ich hoffe es. Nein, natürlich nicht. Ach, da kommt auch so weit hier. Ah, warum wende ich doch zu denen hin? Stirb, du Mistding. So. Das sieht aber... Ah, gut. Ah, wir müssen da anscheinend doch drauf schießen. Was? Wo? Na, einfach drauf mit. Ja, erstmal müssen wir treffen. Mann, nochmal. Ach Scheiße, das haben wir auch noch verfehlt. So, jetzt aber. Na super. So. Wo? Wo können wir jetzt weiterlaufen? Wie kann man. Ah, da ist es ja, dieses schöne Dingens, wo unser Ziel anzeigt. Ich hab dich vermisst. Lauf, 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 lauf. Wir kommen ja nicht durch. Ja, die Musik ist doch da, aber es kommt ja gerade nichts, also ein bisschen gechillt jetzt. Ja, wenn wir das anmachen, kommt wieder was. Oh. Oh nee. Von beiden Seiten. Wie schnell! Okay, da hinten ist noch einer! Alter! Mann!